habe ich schon von draußen erkannt, als wir, es wehte ein wenig Musik herüber. Ja. Findest du das nicht wahnsinnig romantisch, wenn man mit so einem offenen Porsche hier ankommt und man hört von Weitem leichte Barmusik? Ja. Jazz quasi. Ja, das ehrt mich natürlich, weil damals, als wir das erfunden haben, dieses Lied, ist sind die Leute auf alles gekommen, nur nicht darauf, dass es Jazz wäre. Ja, ja. Kann man aber draus machen. Ich freue mich, vielen Dank, dass es endlich Jazz ist. Man muss nur ein schwarzes Hemd anziehen und im Trio auftreten. Es ist so gemein, weil das Lied hat ja 1,5 Millionen Platten verkauft. Das Lied alleine nicht. Ihr auch? Oder ja, so, dann gab es so Alben und so Zeug. Also, drumherum. Ja, ja, aber alles drumherum war so erfolgreich. Echo gekriegt dafür, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, hätte ich es raten müssen. Und das Lustige ist, ihr wart Vorband von Bon Jovi, die Doofen. Das ist richtig. Den haben wir immer Bon Jovi genannt. Bon Jovi? Ja. Komm, wir setzen uns dabei. Wir setzen uns dabei. Du darfst durchrücken. Ich darf durchrücken? Hallo. Olli, was trinkst du? Normalerweise trinke ich ja keinen Alkohol, aber da man ja hier nicht wie so ein Spielverderber rüberkommen will und da Ditsche ja auch immer Bier trinkt. Würdest du was trinken? Jetzt bin ich gespannt. Alkoholfreies Bier ist in der Flasche, weil es muss ja perlen. Also ja, das ist toll. Wir machen da ja nun keinen Apfelsaft rein. Das wäre ja albern. Das wäre ja total doof, Olli. Also insofern alkoholfreies Bier, ich würde dann auch ein alkoholfreies Bier trinken. Gibt es dazu eine Vorgeschichte, die ich kennen sollte? Nein, gar nicht. Manchmal probiere ich das und so würde ich das heute auch machen. Okay. Ich solidarisiere mich gern. Ich bin gern auf dem gleichen Level, weil wenn du jetzt nichts trinkst und ich trinke dann was, dann bin ich irgendwann bei Männern, Frauen, Sex, Ehe, alles, was wir gar nicht wollen, Olli. Ja. Und dann sagst du ja, warum? Weil die Alte schon dudeldick ist und ich habe nichts getrunken. Aber es gibt auch Leute, die auch bei diesen ganzen Themen sind und nie was trinken. Und die trotzdem dabei bleiben. Ja, weil es ist ja auch schon Fortpflanzung passiert, lange bevor es den Alkohol gab. Das weiß ich gar nicht. Meinst du nicht, dass die früher... Ja. Achtung, nicht Frau Müller umschubsen, Mikey. Meinst du nicht, dass die früher auch irgendwelche Dankeschön, irgendwelche anderen Drogen hatten und ähnlich? Und dann... Ja, früher ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Eben war ja auch schon früher. Man müsste überlegen, wann, welches früher gemeint ist. Hast natürlich recht. Zum Wohl. Komm, wir lassen es krachen. So, Bon Jovi, da waren wir. Ja, so. Das finde ich total spannend. Wie sind die denn auf euch gekommen? Wie kommt denn Bon Jovi auf die Doofen? Ich denke immer, man holt sich dann was Cooles als Vorbild. Ja, da war noch Van Halen dabei. Ach so. Und Slash, also es war eine Hardrock-Tour, ne? Muss man sagen. Slash ist, wer es nicht weiß, der Gitarrist von Guns N' Roses, der mit diesem Zylinderhut auf und diesem... Ja, hat so einen Blick wie ein bekifftes Kaninchen, was auch ungefähr stimmt im Übrigen. Ja. So, und wir waren die ganz Hintersten in der Garderobe, als wir kamen, Bigald und ich. Er hatte so ein paar Trompeten dabei, ich hatte meine schöne alte Gretsch-Gitarre in so einer Tasche dabei. Und erstmal hatte gar keiner einen Schlüssel für die Garderobe und keiner wollte sich um uns kümmern, bis es dann endlich irgendwann losging. Und es trug sich wirklich zu, das erzähle ich auch bei meiner Lesereise, diese Geschichte lieben die Leute sehr, weil es so eine große Fallhöhe gibt, dass zwei Typen, einer in einem Ölanzug, den man im, wie sagt man, bei Regen anzieht. Ja. Diese, wie heißt das? Ölmaterial? Ja, natürlich, glaube ich. Wie heißt das? Öl sagen die Herren. Ölzeug. Ölzeug. Mensch. Wiegald hatte einen Anzug aus Ölzeug an und ich einen gelb karierten und hatte meine Gitarre dabei und Wiegald so ein paar Trompeten. Und dann sind wir, als es zum Auftritt ging, den Gang lang. Und oben hörte man schon Jubel, weil unser 4x4 Meter großes Transparent wurde an schweren Eisenketten hochgezogen. Und du hörtest schon draußen Jubel, ja, so. Und dann ging kurz die Tür auf von der Garderobe von Bon Jovi und der guckte so einmal so raus und machte die Tür ganz schnell wieder zu. Und dann wurde uns hinterher gesagt, dass der dann rauskam mit Slash so im Arm. Und gesagt hat, that must be Day Dovin. Und wart ihr denn die Ersten, die als Vorband, also erst ihr, dann die anderen und am Schluss Hauptend? Wir waren direkt da vor Bon Jovi dann, ne? Okay, direkt vor dem. So, und dann hat ein Manager zu ihnen gesagt, ja, they sold 20.000 copies a day, 1 million in 6 weeks. Und dann haben die nur beide so bekifft hinterher geguckt und haben so den Kopf geschüttelt. Wir haben das nicht verstanden, wie das gehen kann. Wie viele Songs hattet ihr damals? Wie viel habt ihr gespielt? Halbe Stunde. Und wie gesagt, man kommt raus, ich Gitarre um und rufe erstmal, seid ihr alle doof? Und 70.000 Hardrock-Fans, ja! Ist natürlich super, oder? Seid ihr alle doof? Ja! Ungefähr so. Ja, genau.
Weißt du, was ich lustig finde? Ich habe immer gedacht, du bist so dermaßen in Hamburg geboren und deine Eltern wohnen in Barmbek und sind eine Arbeiterfamilie. Aber es ist ja gar nicht so. Ist überhaupt nicht so. Du bist geboren in? Ich bin in Offenbach am Main geboren, allerdings 1956 und dann mit im dritten Lebensjahr nach Haus gebracht, nach Hamburg gebracht worden. Jawohl. Und Hamburg ist aber trotzdem meine Heimat, muss ich sagen. Also ich will dem Offenbacher nicht zu nahe treten. Es gibt ein paar Offenbacher, die es weit gebracht haben. Michael Groß zum Beispiel, der Albatros. Mhm. Wer kennt ihn nicht? Ja, war auch bislang. Kennst du? Nicht. Ja, klar kennt man den. Wer war das denn? Ein Schwimmer. Sehr gut. Und zwar hat der Schmetterlingsschwimmen ständig Medaillen geholt. Ständig Medaillen, stimmt. Und da hat Jörg von Thora noch gerufen, flieg, Albatros, flieg. Ehrlich? Ja. So was behältst du, ne? Ja. Du musst ein wahnsinnig großes Gehirn haben, weil er so viel Platz ist, für sich Sachen merken. Aber nur für Scheiß, ehrlich gesagt. Ich hab mir nur Scheiß gemerkt. So die Besetzung von Raumschiff Orion, wie die Leute alle heißen. Und so einen Scheiß habe ich mir gemerkt. Aber ich habe mir sowas gar nicht gemerkt und du warst in der Schule so schlecht. Ja, eben deswegen. Du warst wahnsinnig schlecht. Zweimal hängen geblieben, einmal in der 8., einmal in der 9., dann auf dem Gymnasium gewesen, 10. abgegangen, dann noch geschummelt, damit du überhaupt den Realschulabschluss kriegst. Und was ich, ein Zeugnis, 6x5 und 1x6 in einem Zeugnis. Und das kann man mir gar nicht vorstellen. Ja. Doch. War das Provokation oder was war das? Es war einfach Desinteresse. Kein Bock. Es gab drei Sachen, die mich interessiert haben in der Zeit. Darf ich raten? Unbedingt. Fußball? Völlig richtig. Gehört dazu, ne? Gehört dazu. Auch schon Musik? Jawohl. Erste Band mit 16. Mädchen. So. Die drei. Ja. Und Mucke hast du selber dir auch beigebracht? Ja. Also ich habe ja früh angefangen. Du hast alles. Gitarre, Schlagzeug, Klavier, alles. Mhm. Spielst du? Ja. Wahnsinn. Kannst du alles gleich gut? Nicht gleichzeitig, aber. Nee. Du bist so ein Elton John-Fan. Ja. Rümpfst du da die Nase? Oder? Nee, überhaupt nicht. Aber Elton John, der ist mal für dies gut und für das gut und hatte mal hier und da mal ein schönes Lied. Aber dass das jetzt der Musiker des Jahrhunderts war, fand ich, weiß ich nicht. Nee. Nö, du schon, ne? Das ist einer der herausragendsten Komponisten aller Zeiten. So ist es. Echt? Ja. Lieblingslied? Candle in the Wind. Nee. Aber dazu kann ich dir was erzählen. Ich hatte mal die Freude, mit den Musikern und seinem mittlerweile leider verstorbenen Produzent Gus Dudgeon etwas zu arbeiten. Und da habe ich mir den Gitarristen geschnappt. Und der hat mir die Geschichte erzählt von Candle in the Wind. Das ist ja im Original geschrieben, der Text, für Marilyn Monroe. Und da haben die zusammengesessen, zwei Wochen bevor die Studiozeit gebucht war, für ein Doppelalbum. Und es gab noch keinen einzigen Song. Die haben das Album in 6 Wochen komponiert, aufgenommen und gemischt. Ein Doppelalbum. So, und dann saßen die da und er hat gewartet auf die Texte von Bernie Taupin. Das war sein Text. Mhm. Der hat immer erst geschrieben, macht er auch heute noch. Mhm. Und dann kriegt Elton John die Texte. Und dann komponiert er danach. Ah, okay. Ja? Und dann hat er mir erzählt, dann klingelte es an der Tür. Die saßen bei ihm, haben was gegessen, klingelte an der Tür. Ein Bote war da und brachte neue Texte von Bernie. Und dann ist Elton John aufgestanden, war ganz aufgeregt. Tür, dem Trinkgeld gegeben, Tür zu, Umschlag auf, Texte durchgeblättert. Dabei weitergelaufen, durchs Wohnzimmer gegangen, vorbei, hingesetzt und hat Candle in the Wind vorgespielt. Das war der Text, der oben drauf lag. Und dann warst du sehr gerührt, als du es gehört hast bei Lady Di? Nee. Gar nicht? Nee. Da war schon gibt's einen harten Witz? Darf man harte Witze hier erzählen? Ja, das ist der Ort für harte Witze. Die Trauerfeier, das ist ja noch jedem in Erinnerung. Großer Menschenauflauf, ne, dieser Wagen und so weiter. Die beiden kleinen Jungs und Prinz Charles in der Mitte sagt er, sag mal, Papa, warum sind denn so viele Leute hier? Ne? Sagt er, ist immer so, wenn Elton John auftritt. Stimmt es, dass du als Kind mit HSV-Stutzen ins Bett gegangen bist? Es ist so. Weil du so... Es ist so. Doch, wirklich. Und Fußballstiefeln Adidas Uwe. Ehrlich? Und zwar, weil ich dachte, ganz ernsthaft, dass Uwe die selber vorher anhatte. Nee. Weil sonst würde ja nicht Uwe draufstehen. Ach, natürlich, das sind Uwes. Ja. Und warst du so verliebt in Uwe Seeler? Nö. Ich war ein großer Fan. Uwe war mein großer Held. Als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war Uwe Seeler der alles überragende Mittelstürmer in Deutschland, in Europa, wenn nicht auf der ganzen Welt. Das ist jetzt wirklich kein Schmuck. Mhm. Einer der besten Stürmer, die dieses Land je gesehen hat, muss man sagen. Und deswegen war auch der HSV natürlich mein Verein. Ich wollte so werden wie Uwe. Hätte ich als Spieler nie geschafft. Aber er war ja bei Ditsche in der Sendung. Ja, er ist ja mal reingekommen, ne? Er saß da 30 Minuten auf dem Bauhocker von Schildkröte. Ja. Und zwar nach einem verlorenen Heimspiel gegen Werder Bremen, 4:3. Das passte. Oh nein. Und er hatte zum Schluss den Satz, halt die Klappe, ich hab Feierabend. Oh nein, wie toll.
Ja, stimmt, er weiß es. Ne? Halbe Stunde gesessen, ja. Toll. Und wie liegt man mit Stutzen im Bett? Das sind doch diese Dinger, die so fies sind. Und dann noch die Schuhe und dann im Bett gelegen, damit gepennt. Und dann war nur Fußball, Fußball, Fußball. Das stimmt. Vor allen Dingen, das Beste ist ja, ich habe ja auch damals noch, die Großeltern werden es Ihnen vielleicht erzählt haben, meine Damen und Herren, gab es an der Hallerstraße mal ein Stadion, das leider abgerissen wurde. So, und da habe ich gestanden mit meinem Aral-Sammelbilderbuch, was ich von meiner Großmutter 1966 bekommen habe. Und habe gewartet im Winter, in eisiger Kälte, dass Uwe endlich vom Training kommt und mir dann Autogramm reinschreibt. Und hat er... Hat er. Aber der Stift war eingefroren. Oh nein. Und weißt du was? Dann hat er das, kann man auch sehen, wenn man das so ein bisschen gegen das Licht hält, siehst du diese Furchen. Das ist eingedrückt. Dreimal ist, ne? Versucht. Weißt du, was du machen kannst? Du kannst mit einem Bleistift so ganz leicht drüber, dann wird es rauskommen. Damals hat er gesagt, kauf dir mal einen vernünftigen Stift, Junge. Was meinst du, was das für eine Niederlage war? Man steht da vier Stunden und wartet, bis der Mann rauskommt. Traumatisch. Und das habe ich ihm mal später erzählt. Und dann waren wir aber Gast beide in einer Fernsehsendung und habe das Buch wieder mitgebracht. Und dann hat er dann in der Fernsehsendung hat er dann noch mal richtig unterschrieben. Das war ganz toll. Ganz toll. Wenn der HSV, wenn der so scheiße drauf ist wie letztes Jahr und ja anscheinend dieses Jahr auch, ne? Wie geht's dir denn dann? Geht's dir dann richtig? Leidest du körperlich dann? Bist du so Fan, dass du körperlich leidest? Oder bist du eher wie ich und liebäugelst dann mit anderen Vereinen? Nee, das mache ich nicht. Da gibt's gar keine zwei Meinungen. Aber du brauchst doch ein Ventil, wenn dann wieder verloren und wieder verloren. Fahrradgeschäft. Ich meine, ein Verein könnte natürlich gehen. Das schmeckt aber wirklich ganz gut. Ja. Wollen wir singen? Sehr, sehr gerne. Juhu! Und wir singen jetzt ein Lied von der CD, von der ich dachte, die heißt 11 Freunde, die aber 11 Richtige heißt. Das stimmt. Und diese CD finde ich ganz, ganz schön. Oh, das ist schön. Ja? Du hast vorhin da oben gestanden. Wir können auch alle aufstehen. Das ist gut für die Varizen.